Teil ist noch so ein Trick, aber ich habe den auch nicht immer draußen. Jetzt keine Muscheln. Ich bin noch heim. Ich kann ja das Normale eigentlich. Schwelte. Ich muss immer aufpassen, dass du es nicht verschneiden tust. Meine Freunde hat auch lieber einfach so ganz schick da. Du noch ein bisschen Dings hin tun da, Seegras. Da musst du ein bisschen Grün drauf, da vom Seegras. Unten an, habe ich gesagt. Schickst du mal die zwei, hä? 9 Franken pro Stück. Grösser als alle, die hier innen arbeiten. Es ist das, dass es eigentlich immer gleich ist. Komm, der Food ist gut. Natürlich die Kunst. Es sind 4 Kilo, 26 Stutz. Ich brauche aber das Ganze für 6'000 Stutz. Das ist die beste Bar, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Polito Misto. Wir sind etwa 80 Jahre. Die Kronenhalle ist so der Holy Grail of Hospitality. Jawohl! Dann haben wir eine Flasche für 23'000 Franken. Das ist das genau auf den Sack gehen, dass die Eisenflasche einfach nicht stimmt. Cool gleich, alles wird gut. Wir haben noch nicht offen. Nein, ein paar Minuten noch. Wir machen immer ein paar Minuten früher auf. Oder nicht Punkt 12. Okay? Ja, ja, ja. Nein, nicht, dass wir zu spät sind, oder? Grüezi miteinander. Herzlich willkommen in der Kronenhalle. Schön. Guten Tag. Ich habe es gerade abgegeben. Mein Kollege nimmt es in. Klar, wir versprechen die Räumlichkeit, dass wir sagen können, wir garantieren, das ist in der Brasserie, im Chagall-Saal, in der Galerie. Aber spezielle Wünsche, ich möchte bei diesem Mitarbeiter sitzen, aber in diesem Raum, auf dieser Seite, an dem Tisch, der zweite von links, der dritte von rechts, wie gesagt, mit den E-Mails, mit den Pfeilen, wo das sie welchen Tisch möchten, das geht in dieser Grösse halt wirklich nicht. Unsere geheimnisvolle Tischordnung, die nie stimmt. Das wäre eigentlich der Plan, wie es mal gedacht ist, aber das kannst du vergessen. Weil die Gäste kommen manchmal anders und so. Aber wir wissen, wer kommt. Wer, wo, wie irgendwie. Das ist für uns. Mich interessiert eigentlich nur die Namen. Wo ist ein Hocker? Das zum Beispiel ist einer, der mich interessiert. Das ist eben der Herr, der hat den Spitznamen bei uns und heisst Brokkoli. Weil er sein Lieblingsgemüse Brokkoli ist. Er isst wahrscheinlich zum Morgen schon Brokkoli, das wüsste ich jetzt nicht, aber
Ohne Vorspeise, Leber, Stroganoff, Zürich. Wir müssen halt wieder eben die Hausordnung in Erinnerung rufen, weil halt, wenn es dann nur noch in den Trainerhosen kommt. Theoretisch schreiben wir ja, wir schreiben keine Krawatte vor, wir schreiben kein Jackett vor. Es ist schön, wenn sie es haben, weil eben, wir haben ja auch ein gewisses, ja, es passt halt zum Stil, den wir haben. Es geht halt wirklich darum, dass man nicht in Flipflops kommt, nicht in Trainerhosen kommt, nicht bauchfrei kommt. Maria, mein Lieber. Hey, gutes Neues, gell? Schön, dich zu sehen, gell? Freut mich sehr. Sehr gut, gell? Sie schauen mir in die Linse, gell? Also in die Kameralinse, nicht in meine. Noch ein bisschen? Und zu mir drehen, natürlich. Ah. Kommen Sie da. Kommen Sie noch ein bisschen rüber. Also ich bin Julia Skussel. Einmal hier über den Dreier. Ich arbeite als Restaurationsleiterin in der Kronenhalle in Zürich. Das ist schön. Es steht jetzt nur der Name und dann Restaurantleiterin. Das haben wir eingeführt, und zwar auch ein bisschen auf Wunsch von mir selber, weil ich vorher sind immer Männer Restaurantleiter in der Kronenhalle, halt auch. Ja, weil unser Klientel ein gewisses Durchschnittsalter hat, viele Businessleute, Leute aus der Politik. Und dann habe ich so ein bisschen festgestellt, dass die Reaktion von Leuten, die in die Kronenhalle kommen, oft ist, da ist ein Mann, da ist eine Frau. Der Chef muss der Mann sein und die Frau ist sicher nur die Hostess, die Assistentin, die Platzierdame. Also darum habe ich das dann eigentlich bekommen. Okian, Rösti bitte, Rösti. Zwei Züge. Ja. Faccio evaporare tutto. Uno, due messoli di brodo. Panna. Normalerweise reden wir ein bisschen, wenn da gerade nichts läuft. Oder wenn wir da müssen, irgendwie für den zweiten Gang müssen, wir dann schon mal vorbereiten. Ja. Toll. Isa, bitte einmal Mayonnaise, oben Chicken, Mayonnaise, bitte einmal Mayonnaise. Das sage ich nicht gerne an, Jungs. He? Geht dich auch an, dass das genau auf den Sack geht. Jetzt läuft die erste Mayonnaise, das muss ich abstellen, weil das Miesenplatz einfach nicht stimmt. Ah, ja. Oder? Das ist einfach das. Einer von euch muss schauen, dass das Zeug oben ist, bitte. Es muss ja sein, dass wir ja alles hier oben haben und dass wir nicht immer wieder bestellen. Das also ist vollkommen verständlich. Und so Zeug nehmen wir nie persönlich. Das ist einfach die Arbeit. Döse, Bratwurst, Pommes frites, Blumenkohl, Kalbsteck, Knochen, Scampi vom Grill, Risotto, zwei kleine Zürich Stroganoff, Blended, Scampi Ravioli, Döse. Das ist auch schon ein schöner Achtertisch. Jeder ein bisschen etwas anderes. Es ist das, dass es eigentlich immer gleich ist. Also man weiß, was man erwarten kann. Also es gibt ganz viele Sachen, die immer verändert werden. Das ist genauso gut. Aber es ist eben auch wichtig, dass gewisse Sachen nicht verändert werden. Und einfach den tollen, professionellen Service und dann die gute Küche, die traditionelle Küche, die immer konstant, immer die gleiche Karte. Oder man weiß genau, was einem erwartet. Und das ist so das Schöne an der Kronenhalle. Zwei Rahmschnitzelhäuschen.
Wieso können wir nicht nur wegen Messen? Oder? Ja, wegen der Geschichte, wegen der Kunst, wegen dem gesehen werden. Man kann dann zeigen, man ist Gast in der Kronenhalle. Das suggeriert vielleicht für die einen Leute, man ist irgendwo neu mehr da. Oder ich weiß nicht genau, was man alles damit zeigen will. Also das Essen ist nicht der wichtigste Grund. Ja, da habe ich mich am Anfang schon schwer getan, logischerweise. Also, ich meine, Sie müssen sich vorstellen, das ist mein Beruf, ich bin da irgendwie, das ist meine Leidenschaft. Ja, ist mein Leben alles irgendwie. Und dann hat es Leute, die eigentlich, für sie ist das nicht wichtig. Ist manchmal frustrierend, wenn man das weiß. Aber mit dem muss man umgehen, das muss man verstehen, muss man akzeptieren und dann ist das gut. Du musst nur filmen, wenn sie aufgehen. Das ist kein schönes Wiener jetzt. Das ist nicht so, wie wir es gerne haben. Natürlich sind wir nicht billig. Wir haben schöne Preise, aber man kommt auch dementsprechend etwas über fürs Geld. Die Menge stimmt, die Qualität stimmt und eben der Aufwand rundherum. Und dann sollten wir auch noch etwas verdienen. Oxtel Neu, Luca, du insieme. Zürich Tomaten Carpaccio, das ist der Brokkoli. Heute hat er kein Brokkoli. Kein Brokkoli? Nein. Jo, Uwe ist krank. Es ist ein bisschen wuselig, aber wegen dem kommen da viele Leute. Das ist ein Spektakel. Ich sage immer, wir sind ein Theater. Dann tut man den Vorhang auf, die Leute kommen rein. Es hat Dekoration, ist natürlich einzigartig. Die Ambiance wird gemacht durch Gäste, die auch die Attraktion sind. Und wir schieben die Staffage hin und her. Ein paar Bilder, wo man sonst nicht sieht. Zum Beispiel einen frühen Kandinsky, also bevor er da seine abstrakte Periode hat, wo zwei Mädchen zeigen, was ich denke von einer Kirche. Das ist eines meiner Lieblingsbilder, die ich nur hier sehen kann. Das sind Blanchard, Miro und natürlich der Chagall. Das heisst, das sind wie alte Bekannte, wo man wieder sieht. Und ich glaube, viele Leute, die regelmäßig kommen, sitzen bei diesen Bildern, die sie gerne haben, die sie irgendwann gehen. Dass die Bilder echt sind an der Wand, die machen einfach eine andere Atmosphäre und beeinflussen immer noch die Menschen. Und der Geist, wie sie auch so ein bisschen mittellose Künstler durchgefüttert hat, vielleicht lebt das immer noch ein bisschen da weiter. Klar, mit der Frau Zumsteg ist eine sehr grosse Persönlichkeit gegangen, weil sie ist Besitzerin war. Sie hat das aufgebaut. Und dass man an ihr gehangen ist oder also sie in Erinnerung hat, dass sie Person von Tisch zu Tisch gegangen ist, das ist mir klar. Aber der Herr Zumsteg, das schätzt man manchmal wahrscheinlich fast ein bisschen zu wenig. Dass er eigentlich der ist, der die Brunnenhalle heute zu dem gemacht hat mit der Kunst, die sie ist. Er ist um 36 in Frankreich. Und in dem Frankreich ist ihm das Herz aufgegangen, betreffend Kunst. Auch gegenüber dem Frankophonen.
Er ist natürlich über seinen Beruf, über die Gestaltung von Stoffen, ist er natürlich auch mit Designern in Kontakt gekommen und über Designer mit Künstlern. Gustav Zumsteg hat in den 40er Jahren einzelne Bilder mal gehängt. Und ab Ende der 50er Jahre hat er eigentlich seine Privatsammlung hat er dann im Restaurant zur Verfügung gestellt. Es hat auch richtig gestaubt im Geschmack. Ihn hat das so fasziniert, dass er auch Vorlesungen besucht hat in Kunstgeschichte. Und er konnte eigentlich fast auch Kunstsammler werden. Und er war ein erfolgreicher Geschäftsmann. Also er hat gut Geld verdient. Das muss man schon auch sehen. Damals waren die nicht so teuer. Also er hat Gegenwartskunst gesammelt. In dieser Zeit, oder? Er hat von Künstlern gekauft, die er kennt hat. Also die mit ihm gelebt haben. Man findet nichts bei ihm aus dem 19. Jahrhundert. Das wäre mir jetzt nicht gegenwärtig. Es ist wirklich Gegenwartskunst. Nein, das ist gut. Das ist jetzt das Neue. Das sind auch Ausbrüche. Die würden wahrscheinlich dann restauriert werden. Das tun wir. Wie jedes Museum tut der Kronenhalle das nicht beziffern. Aber wir wissen es. Das kann unangenehme Folgewirkungen haben. Das ist es vielleicht eben auch noch, wenn die Gäste da sitzen und es passieren eben Geschichten und es entsteht etwas. Die Symbiose von Kunst und was dann entsteht, das ist eben auch noch mal etwas ganz Spezielles, finde ich. Perfekt. So sieht das aus da. Wunderbar. Alles da. Voilà. Die Herren grüßen miteinander. Heute wie seit etwa 70 Jahren. Mittwoch und Samstag Burrito Misto. Alles, was gesotten ist, vom Rind, Zunge vom Kalb, Kalbsbäckli. Wir haben Geflügel, Markbein und Gemüse fürs Gewissen. Und sie dürfen zeigen, was sie gerne. Wir heizen mit Gas. Spezialanfertigung, wie ein Steuerrad, aber ist zum Teller drauf tun. Wichtig ist immer ein gutes Messer. Wow, wirklich Haut. Voilà. Und deponieren. Mein Name ist Elio Frappoli. Ich habe hier eine Funktion als Voiturier. Ich bin vor 40 Jahren schon da gewesen, im 81 bis 83 und jetzt in der Kronenhalle tätig. Die Herren, grüezi miteinander. Heute, wie seit etwa 80 Jahren, oder Mittwoch und Samstag immer das Burrito Misto. Alles, was gesotten ist, in einer Bouillon. Und für fürs Gewissen noch ein bisschen mit Gemüse. Und voraus, Vitamine gibt es voraus, einen Gewissensalat.
natürlich halt ein sehr persönlicher Bezug zu der Kundschaft, oder? Weil ich bin dann der einzige fast vom Service-Staff, der kann mit den Leuten auch ein bisschen reden und sehr humorvoll sich austauschen. Also ist nicht eine Portion, ne? Und wir können dann schon noch ein bisschen alles, was gesotten ist. Das ist gern gesehen. Es gibt dann noch Sösel dazu, so eine Knoblauchsoße und Salsa Verde. 20er-Zone. Das heisst also, möglichst schauen. Weil wenn du dann da mit 100, 120 Kilo im Zug rumfährst, dann und da unsere Möbel und so, und es stehen immer Geri da im Weg rum, oder auch unsere Gäste, dann muss man halt vorsichtig, zurückhaltend. Wie im Beruf eigentlich auch, ein bisschen Demut, ein bisschen Druckhaltung und Verkehrsregeln beachten. Jetzt kommt der Odermann. Das macht mir normal auch nicht, während dem Arbeiten Fernsehen schauen. Aber wenn der Herr Odermann abfährt, müssen wir schauen, oder? Ja. Entschuldigung, es gibt noch Leute, die am Arbeiten sind. Ja, das ist mir gleich. Ui, 1,43. Der Konkurrenz hat ja Jus, also Bruni Sauce. Ja. Mit da? Speziell Rosmarinsalz? Ja, voll nein, das ist auch Paprika drin. Einfach, dass wir jetzt haben. Das ist nicht jetzt genau Aroma. Nein, das ist Aroma, nur weil Aroma drinsteht. Nein, das ist. Komm. Wow. Ei! 2,55. Gut, die anderen kommen dann, aber. Zwei Zürich Einmischkratzer in Dösem, ein Gemüseconsommé mit Prümien neu. Philipp Bauer, Bianchi, wie kannst du schicken weiter, Philipp? Immer mit dem Tee. Die Spezialistin. Haben wir noch Geflügel? Ja, nicht so große Fälle. Dafür ein bisschen Zampone. Zampone. Tessiner Wurst. Ich liebe Zampone. Ein Kenner. Ein Kenner, ja. Ja, genau. So. Und der Rest ist mir Wurst. Mach ein bisschen Gemüse. Ja, nicht zu viel. Nicht zu viel. Ich habe gerade Gemüse gegessen. Eben. Das ist perfekt. Und ein Stückchen Rindfleisch, bitte. Honey? Sellerie. Und das Rüebli, das Markfei. Dankeschön. Gern geschehen. Attenzione. 3/4 von meinem Leben hier in Amerika gelebt. Und jedes Mal, als ich gelandet habe, dann kann ich Kohle haben. Und mein Großvater, meine Eltern, alle Geburtstage, alle Fest, immer da. Immer so. Jetzt halt, jetzt haben wir, it's home. It's really home. It's really home. Was hast du gesagt? 100 Biskuit und Sellerie Maronsuppe. Es hat viele interessante Leute gehabt. Aber vor der Weihnacht ist der Günther Netzer einmal. Der ist ein guter Gast. Er ist hintergekommen, hat sich zuerst mal bedankt bei allen Köpfen so weiter irgendwie. Und eine grosse Ehre für mich. Er hat einen Duzis gemacht, oder? Ich bin der Günther, oder? Man immerhin Günther Netzer. Der kommt meistens hin, schnell von Grüezi sagen, so, wenn es geht. Also man hat schon ein bisschen Kontakt. Aber nur die guten Leute, oder? Die anderen haben Angst. Du hättest schon genug davon rumlaufen. Da muss ich nicht auch noch kommen. Ich bin Koch, ich gehöre da hinten.
Ich möchte immer wieder eigentlich schauen. Ich kann immer ein bisschen beim Buffet, ich habe immer wieder ein bisschen das Blick, was für Gäste da sind. Manchmal erkenne ich auch ein paar, vielleicht ein paar Schauspieler auch, mit denen ich auch mega so begeistert bin. Und mal rausgehen, jetzt nicht. Fünf kleine Ravioli. Ein ganzes Ravioli, primo. Ja. Cinque piccole. Ich darf nicht reden, wenn der Chef redet. Komm ab, ich rede auch. Dösenkaffe de Paribleu, Rahmschnitzel, blendet. Einmal Brokkoli, einmal Spinat, von euch Robespierre. Wir haben ja auch Promis und es ist mal Tiger gekommen und ich kenne ihn und ich habe ihn auch mega gern und ich bin so bewundert, ich so, oh mein Gott, der Tiger ist da. Und niemand von der Küche hat es gewusst, ich so, ach, komm jetzt her. Ich so, ja, aber der Tiger ist da. Das hat mich richtig ins Herz getroffen, dass wir das nicht dürfen, aber noch nachfragen. Aber wenn sicher, wenn man so einen richtigen Promi, wo wirklich mein allerlieblings, würde ich sicher probieren, dass ich ein Foto mit dem habe. Das würde ich sicher mal probieren. Aber am Anfang nicht. Der Tyga, er ist ein Rapper aus Amerika. Das war mit der Kylie Jenner zusammen. Personal geht sicher nicht an den Tisch, wenn es jetzt ein Sportler wäre. Irgendwie. Das muss man eben anders lösen, wenn man das irgendwo hat. Aber es kann nicht sein, dass da irgendwie 10 Leute an den Tisch hergehen. Und weil der Mann oder die Frau sind privat da oder haben etwas zu besprechen. Und sie sind privat und die wollen nicht irgendwie da. Dann müssen sie ein Autogramm schreiben. Also legen wir einen grossen Wert drauf. Wobei ich habe mein persönliches Buch, logischerweise. Also nach dem Essen oder so, irgendwie, ich meine, das ist wieder vielleicht das. Ich bin der Chef und als Chef kann ich natürlich dann schon der Serviertochter oder im Kellner oder im Chef des Service irgendwie sagen, kannst du mein Buch bringen? Und dann kann er etwas reinschreiben oder die Dame, wenn sie will, wenn sie nicht will, natürlich nicht. Also das habe ich schon. Aber es ist nicht so, dass man jeden Tag das Buch umeinander schickt. Oder? Das ist mein persönliches Gästebuch. Für mich dann einmal. Ich bin in die Kronenhalle gekommen. Da sind die drei weltgrössten Opernsänger, ohne zu wissen, vom einen oder vom anderen, dass jetzt die per Zufall da sind. Da habe ich an dem Tisch da nebenzu mit Miro, mit dem Chagall und dem Rolf Knitz Mittag gegessen. Das war eine Realität. Das Kind hat bestellt. Das Kind kennt keine Aussagen und von daher essen wir es nicht. Schade, ja? Was war mit den Austern? Alles war für den kleinen Jungen. Er hat es einfach nicht gemocht. Es war zu ihm zu flutschig. Oder, ja. Der war 7 Jahre alt. Na ja, gut, das verstehe ich jetzt. Verstehe ich. Also mit 7 Jahren habe ich auch keine Austern gegessen. Meine Gäste bestellen die irgendwie und die Hälfte oder drei Viertel essen sie nicht. Aber nicht, weil sie irgendwie nicht. Sie haben keinen Hunger oder. Ich weiß auch nicht wieso. Ja. Wobei das mit den Austern ist schon eher speziell. Ja, das ist relativ ärgerlich. Das sind ja Top-Lebensmittel, wo man innerhalb von einer halben Stunde eigentlich Futter rührt, oder? Wo nicht nötig wäre. Das stört mich schon ein bisschen, aber. Kann man nicht viel machen. Gut, also muss ich schon sagen, ein 6-7-jähriges Kind. Und ich habe 6. Ich kann ja einzeln bestellen, oder? Das finde ich schon ein bisschen speziell. Dann haben wir hier Brettchen drauf, nachher wird es gepresst, dass das Fett ausläuft. Ja,
Und dann geht es am Abend in den Kühlraum und dann am Morgen aus der Nuss vorne. Ein bisschen pressen, dass das Fett rausdrückt. Das sind nachher Gänseleber drin. Pfanne drauf. Ich kann gerne ja, einfache Sachen auch so, eben Geschwelte zum Beispiel, so Sachen, das liebe ich. Das ist eines von meinen Lieblingsgewichten. Ja, einfach gehacktes Hörnli und so Sachen. Habe ich noch gerne zwischen den Servilla. Auf geht's! Ich bin Robert Zeller, bin seit 40 Jahren in der Kronenhalle und bin Sous-Chef da. Was gibt es gerade noch zu machen dort? An der Kuttle? Ich muss es noch probieren. Ich kann es nicht probieren. Weißt du was? Ich kann es nicht gerne. Das ist auch noch hart, oder? Etwas machen, was man nicht gerne hat. Ja, genau. Komm zu mir schauen, Herr Zeller. Ja. Meine Großmutter und Hulda Zumsteck waren die Schwestern. Als ich am ersten Tag arbeiten musste, musste ich raussitzen, das Restaurant raussitzen und ihnen am Tisch sitzen mit dem Zumsteck, mit Gustav Zumsteck und Hulda Zumsteck. Wir mussten hinsitzen und ein bisschen reden, ein bisschen etwas trinken und so. Und wir haben sie draussen in der Küche und haben sie gesucht. Ich hatte eigentlich gar keinen Vorteil. Sie haben mich dort immer normal behandelt. Die ganze nie bevorzugt oder so, wirklich nicht. Eher das Gegenteil. Es gibt so viele Eigenheiten, ich könnte sie gar nicht alle aufzählen. Aber das muss man lernen. Wieso tut man die Schublade vorsichtig zu machen, weil der Zumsteck hat die Lehre nicht vertreibt. Er hat nicht vertreibt, wenn jemand einfach eine Schublade zuschlägt. Und das wird einem, ich habe ja den Herrn Zumsteck nicht gekannt, aber das wird einem gesagt und irgendwann tut man das verinnerlichen. Und dann ist man, glaube ich, so weit. Ja, ich hätte wahrscheinlich auch ein bisschen Respekt gehabt. Er war ein strenger Mensch, aber immer auch streng mit sich selber. Ja, ich war irgendwie per Du, aber doch per Sie mit ihm. Also er hat immer gesagt zu mir, sei Robert. Und ich habe gesagt, sei Gusti und einfach immer so, aber einfach mit dem Vornamen. Aber man darf bei all dem aber nicht vergessen, dass er auch ein offenes Herz hatte. Auch gegenüber den Mitarbeitern, sei das hier in der Kronenhalle oder sei das bei der Firma Abraham. Also das ist auch noch etwas, was ich gerade so sagen kann, vom Herrn Zumsteck her. Kaviar, Gänseleber, das hat ja schon mal vor 20 Jahren mal ein so eine Welle gegeben, als man da geächtet war. Das haben wir nie von der Karte genommen. Auch durch grosse Kritikpunkte nicht. Ich habe mit dem Herrn Zumsteck über das diskutiert und er hat zu mir gesagt, schauen Sie, wir bieten das an. Die wollen, können. Die nicht wollen, müssen nicht. Und es bleibt auf der Karte. Punkt, fertig. Das ist typisch ein Zumsteck, oder? Das Gericht, das der Koch anrichtet, das ist eines der Lieblingsgerichte von Herrn Zumsteck. Eigentlich war es Kacken mit Hörnli. Das Kacken ist Kalbsfilet. Hörnli kannst du nicht so gut servieren, das sieht augentechnisch besser aus. Jetzt machen wir es einfach mit Fettuccine. Aber es war eines von seinen Lieblingsgerichten. Darum heisst es Gustav Zumsteck, oder? Vielen Dank, danke schön. Schönen Tag wünsche ich. Ab der offenen Tür, Attention. Voilà. So. Das ist noch, was übrig bleibt. Und das ist sehr gut verkauft. Gäste hat Applaus, Küche hat Applaus, ich sowieso. Ja,
Gemüse Consommé Premier. Deuxième. Für Wiener. Ja, danke vielmals. Ich würde mich gerne mit dem Team in Bekannt geben. Danke. Indirekt kommen wir auch etwas über. Ja. Es gibt so einen Verteilschlüssel, wo es nachher verteilt wird für die einen Leute, aber es kommen nicht alle über. Also je nach Abteilung und so. Danke vielmals. Das ist ein Bruchteil, was einer, das macht einer am Mittag schon, was wir überkommen den ganzen Monat, wenn er den richtigen Tisch hat. Ja, das kann natürlich. Gut, sind jetzt Ausnahmefälle, aber ein größerer Tisch oder wenn sie irgendetwas zu feiern haben, so, das ist schon mal ringmöglich, dass es noch ein paar hundert Franken gibt für einen Kellner. Das ist schon nicht die Regel, aber es gibt schon ein paar tausend Franken. Die das so machen. Wartet Sie, Sie haben die... Nein, ich habe die das schon gekriegt, ja. Jawohl. Sie, haben Sie eigentlich ins Kuvert bekommen? Nein. So wie nachher? Nein. Damit Sie das nicht aus dem Auto rein. Ja. Und ich Ihnen einen Transport habe. Ja, danke schön. Haben wir noch Trinkgeld, können wir auch gerade machen. Jetzt darf ich das noch machen. Ja. Also das Küche, das hinterste Glied ist jetzt, wenn man von der Kette um so anschaut. Bis zu uns kommt, braucht es lange, das kommt eben schon gar nicht mehr. Aber es ist ein heikles Thema. Das ist gut, danke. Danke vielmals, Herr Dreh. Es ist, unsere Arbeit wird wertschätzt. Aber es ist nicht nur monetär, es ist auch, eben, man hat, man hat einen Austausch mit den Leuten. Nein, 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 nein. Hola. Hola. Ja. Dankeschön, Wiedersehen. Hast du deinen Namen? Noble Soblich. Geregelt ist die Tischordnung in allen vier Lokalitäten. Die Hängung der Bilder, dann die Brasserieküche, sorgfältige Herstellung, aber einfach. Der Service, der Umgang mit dem Gast, da gehört die Voiture dazu, da gehört das Anrichten am Tisch dazu. Die Wirtschaftlichkeit, es muss wirtschaftlich betrieben werden, das Restaurant. Er will nicht, dass die Stiftung das Restaurant quersubventioniert. Er verlangt die Wirtschaftlichkeit, er war Unternehmer. Hulda Zumstegen auch. Und dann die Konsequenz von ihm, die Absolutheit, wenn das nicht mehr möglich ist, dann soll man den Restaurantbetrieb schliessen. Das Restaurant war offen, normal, auch an der Beerdigung. Wir sind am Nachmittag die Beerdigung gegangen. Der Betrieb ist genau gleich weitergegangen. Das ist anscheinend hat das geheißen, dass Wilde hat Umstieg so. Wir haben geschafft und Rübi und ich haben der oder die Pflicht oder was wir hatten, um an die Beerdigung zu gehen. Sie war ganz im engsten Rahmen, also es hat wirklich vielleicht 10-12 Leute gehabt. Wir hatten das Leitmahl in der Kronenhalle gehabt. Es waren vielleicht etwa 20 Personen, 20 Personen, die das Leitmahl gemacht haben, und die anderen sind normal weitergelaufen. Der Rübi ist dann am kleinen Leitmahl natürlich als Gast hergesessen und ich bin hinterher und habe gekocht. Oder? Ich persönlich, wenn ich das sagen darf, ich als Respekt und ich beim Zumstieg hätte ich es gerne gesehen, was man den Tag nicht geschafft hat. Also das ist meine persönliche Meinung. Er ist für mich ein bisschen, es klingt jetzt ein bisschen so, aber vom Alter her wäre er etwa mein Grossvater gewesen. Dort haben wir natürlich gewisse Sachen besprochen und er hat Wert darauf gelegt, dass jemand da rein von der Küche das irgendwie so weiterführt, was er mit seiner Mutter zusammen aufgebaut hat. Aber ich wäre froh, wenn er ab und zu wieder da wäre. Ja.
Ja. Viele Sachen wären noch etwas anders, aber ja. Er fehlt, die Grüscherin fehlt zum Umsteigen. Ja, zum Umsteigen. Meine Wattür. Gratis-Parkplatz, der einzige in Zürich, den sie einem nicht wegnehmen können. Parkiert! Also entweder Mousse en Schokolade oder eins nach Wunsch. Und ich habe Noah gesagt, komm, jetzt gehen wir in die Malikonenhalle. Und dann hat er gesagt, ja, dann will ich aber schön angekleidet sein. Und dann hat er eben den Anzug hat er jetzt gekauft. Mit dem Weihnachtsgeld ist das. Also, die Kronenhalle ist etwas Teures. Und da habe ich gefunden, da muss man einen Schick ablecken. Noch ein Löffel. So, guten Appetit. Ich habe ein paar Hüppe für dich. Bitteschön. Ciao zusammen. Ciao. Tschüss. Schöne Frei. Genau, so wenn du einen Fehler machst heute. Vision. Ja, bei diesen Apporten zeigt keine Fehler. He? Es hat gebrannt in der Gruppe. Dass das wieder mal gesagt ist. Wenn er schon weiss, dass er nach der Zähne kommt, kann er es auch vorbestellen. Was ich so spannend hier finde, das ist der wahrscheinlich demokratischste Ort Zürichs. Und den Hang zur Exzentrik, den diese Bar mit sich bringt, oder?